Es ist wieder Zeit für Filipino Fighting Arts Training. Erstes Training nach Ostern. Wir legen gleich los. Heute schwerpunktmäßig wieder ein Sumbrada Drill, nachdem wir das letzte Mal das Fünfer Sumbrada gemacht haben. Heute aus Level 3 das Punyo Sumbrada. Und die nächsten Male machen wir dann wieder ein bisschen mehr Basics, Basics, Basics. Aber heute mal aus Level 3 das Punyo Sumbrada. Okay, lasst euch überraschen. Aber wir legen erstmal los, ganz klassisch, mit tief einatmen, Hände hoch und ausatmen, Hände runter, die Finger kreuzen und die Nase rubbeln, die Hände reiben und das Gesicht durchmassieren. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mit den Fingern über den Kopf, die Ohren durchkneten. Eine hat Bauchnabel und die andere Hand rubbelt unter den Schlüsselbeinen. Und Handwechsel. Heute leider ein bisschen trauriger Tag, denn wir mussten heute das Summercamp absagen und das Pfingstseminar wurde abgesagt. Also von dem her, am liebsten würde ich mal ein bisschen auf den Sandsack draufklopfen mit euch, aber hat ja nicht jeder. Okay, also deswegen heute wieder Fokus auf einen Drill. Beine kreuzen, Arme kreuzen, greifen, knoten, Zunge an den Gaumen, Augen schließen und konzentriert euch ganz auf euch selber und auf eure Atmung. Okay, entknoten. Fingerspitzen aufeinander, auch wieder Zunge an den Gaumen, Augen schließen und tiefe Atmung. Und geht wieder euren Körper von oben nach unten durch und bringt die zwei Körperhälften zusammen. Linkes Auge, links Ohr, rechtes Ohr, rechte Schulter, bis in die Fingerspitzen und bis in die Fußzehen. Links und rechts zusammenbringen. Wir klopfen, hinten runter, vorne wieder hoch, Innenseite, Außenseite, und nochmal hinten runter, vorne wieder hoch, Innenseite, Außenseite. So, und wir legen los, erstmal mit Hampelfrauen und Action. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8, 9, 10, Beine vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Arme vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beine seitlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Arme seitlich, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Ganz klassisch, einfach nur Kombination Jab, Cross mit Beinarbeit. Wir stehen links vorne, wirklich nur zum Warmwerden. Ich sage die Richtung vor, ihr macht Step and Slide mit Jab, Cross, links vorne. Ready und ihr geht vor, zurück, vor, zurück, links, rechts, links, rechts, zurück, vor, rechts, rechts, links, links, zurück, vor, vor, zurück, zurück, links, rechts, links, zurück, rechts, vor, vor, zurück, zurück, vor und Hampelfrau, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rechts vorne, Jab, Cross, zum Lockerbahn hier und vor, zurück, zurück, vor, vor, zurück, zurück, links, rechts, rechts, zurück, vor,
zurück, vor, vor, rechts, links, rechts, links, zurück, vor. 10 ab, Männer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Weiter geht's mit Boxkoordination. Diesmal nur ein Step. Okay? Nur Step und Jab. Sage ich vor, kommt der Step vor. Sage ich zurück, kommt der Step zurück. Sage ich links, macht ihr den Step links. Sage ich rechts, macht ihr den Step rechts. Okay, bereit? Und vor, vor, zurück, zurück, links, rechts, links, rechts, vor, vor, zurück, vor, zurück, links, rechts, links, rechts, vor, zurück, zurück, vor, vor, zurück, vor und Handfach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechts vorne. Nochmal gezeigt. Ihr macht nur einen Step. Und immer wenn ich sage vor, geht das vordere Bein. Sage ich zurück, geht das hintere Bein. Sage ich rechts, geht das rechte Bein. Sage ich links, geht das linke Bein. Rechts vorne. Und ganz locker. Und vor, 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 zurück, 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 links, links, rechts, rechts, vor, vor, zurück, zurück, vor, rechts, links, rechts, links, vor, zurück, vor, zurück, zurück, vor, vor, links, rechts und haben wir 10, 9, 8 und lächeln, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selbe Übung, diesmal mit Jab Cross. Nur einen Step für zwei Schläge. Jab Cross, wenn es heißt vor, Jab Cross, wenn es heißt zurück, Jab Cross nach links oder Jab Cross nach rechts, aber nur einen Step. Nicht Step and Slide, nur einen Step. Wie viele Steps? Nur einen. Links vorne. Vor, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Links, Jab, Cross. Links, Jab, Cross. Rechts, Jab, Cross. Rechts, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Rechts, Jab, Cross. Rechts. Links. Rechts. Links. Vor. Vor. Zurück. Zurück. Vor. Hammer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechts vorne. Einen Step für zwei Schläge. Einen Step für zwei Schläge. Hatte ich schon gesagt, einen Step für zwei Schläge? Nee, oder? Also nur einen Step für zwei Schläge. Rechts vorne. Vor, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Vor, Jab, Cross. Ihr geht zurück, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Zurück, Jab, Cross. Links, Jab, Cross. Links, Jab, Cross. Rechts, Jab, Cross. Rechts, Jab, Cross. Vor, vor, rechts, rechts, links, zurück, zurück, vor, vor, zurück, zurück, vor, vor, haben wir mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Eins. Oh, gut. Ganz locker. Diesmal stehen wir wieder in Kampfstellung. Und wir wollen uns ja ein bisschen bewegen zum Warm-up. Wir machen Jab, Cross und hinteres Knie. Also ein Step rein, Jab, Cross, Kniestoß und dann wieder ein Step zurück. Nochmal. Step rein, Jab, Cross, Kniestoß und wieder zurück. Ganz relaxed, ganz locker, alles zum Aufwärmen. Aufwärmen mit Schattenboxen. Also. Und eins. Jab, Cross, Kniestoß und wieder zurück. Zwei. Jab, Cross, Kniestoß und wieder zurück. Drei. Jab, Cross, Knie und wieder zurück. Vier. Jab, Cross, Knie und wieder zurück. Fünf. Jab, Cross, Knie und wieder zurück. Sechs. Jab, Cross, Knie. Ihr könnt die Deckung oder die Deckung während den Schlägen machen. Sechs. Jab, Cross, Knie. Sieben. Jab, Cross, Knie. Acht. Jab, Cross, Knie. Neun. Jab, Cross, Knie. Und zehn. Jab, Cross, Knie. Zehn haben wir noch. Zehn. Neun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rechts vorne, rechts, links, links, 1, Jab, Cross, Knie, 2, Jab, Cross, Knie, 3, Jab, Cross, Knie, 4, Jab, Cross, Knie, 5, Jab, Cross, Knie, 6, Jab, Cross, Knie, 7, Jab, Cross, Knie, 8, Jab, Cross, Knie, 9, Jab, Cross, Knie. 10, Jab, Cross, Knie. 10 haben wir, Frauen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt machen wir Jab, Cross, aber einen Stampftritt. Ein Oblique Kick oder Stomp Kick. Das heißt, das Knie geht hoch, die Zehen zeigen nach außen und wir stampfen ins Kniegelenk. Eins, zwei, wir stampfen. Eins, zwei und wir stampfen ins Kniegelenk. Okidoki, links vorne. Eins, Jab, Cross, Stomp Kick. Zwei, Jab, Cross, Stomp Kick. Drei, vier, ins Knie. Fünf, ins Knie. Sechs, sieben, neun. Zehn. Bats. Zehn ab und danach. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Rechts vorne. Rechts. Links. Linker Stampftritt. Auch hier nochmal. Rechts. Links. Der Stampftritt. Die Zehen zeigen nach außen. Bats ins Kniegelenk. Ready? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und zehn haben wir, Frauen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, 1. Das war Grundlagen aufwärmen, Stöckchen holen und los. So, jetzt habt ihr euren Stock. Wir machen wieder Grundlagen aufwärmen, diesmal wieder mit Amara 1 und unserem Lateral Triangle. Lateral Triangle war, das vordere Bein geht zurück und wieder vor. Und im Stockkampf bleibt die Schulter vorne. Wir sind in der mittleren Distanz und hier in die lange Distanz. Beim Zurückgehen, Vorhand, beim Vorgehen, Rückhand. Kennt ihr alle, haben wir oft genug schon gemacht. Alle bereit? Rechts vorne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Oh, machen wir mal ein bisschen schneller. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und natürlich Wechselsprünge.
Jean-Marc für dich wieder 20. Und 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stock in die linke Hand. Und natürlich dasselbe Spielchen. Links vorne mit dem Stock in der linken Hand. Zurück die Vorhand vor die Rückhand. Vorhand, Rückhand. Amara 1 mit Lateral Triangle. Mit Lateral Triangle. Okidoki. Ready on. 1. 2. 3. 4. Stellt euch fokussiert richtig Ziele vor. 5. Schöner Fokus auf Hand und Kopf. 6. Auf die Hand, auf den Kopf. 7. 8. 9. 10. Und 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sehr gut. Und wieder Wechselsprünge. Wir haben ja erst 20. Und 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, lächeln, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut durchatmen. Okay, weiter geht's. Immer noch im lockeren Warm-up, Beinarbeit und Basic Amaras. Wir machen wieder mit rechts. Diesmal machen wir den L-Step. Ihr entsinnt euch, Fuß geht zurück und der hintere Fuß geht zur Seite. Dann seid ihr automatisch wieder vorne. So, ich zeige es nochmal von der Seitenansicht. Fuß zurück und zur Seite wieder vor. So, jetzt steht ihr ja seitlich, um wieder in die Grundposition zu gehen, macht ihr einfach Step and Slide nach rechts mit Amara 2. Diagonal, runter und wieder hoch. Nochmal. L-Step und zum Zurückgehen Amara Nummer 2. Nochmal von vorne gezeigt. Der L-Step, zurück, rüber, vor. Und jetzt mache ich Step and Slide wieder zurück mit Amara 2. Zweite Schlagkombination. Von der anderen Seite gezeigt. L-Step. Und um wieder zurückzugehen, Amara 2 die Diagonale. L-Step und Step and Slide. Die beiden machen rüber, von vor und dann Step and Slide zurück. Von vorne, L-Step und Step and Slide. Und die Arme machen Amara 1 und Amara 2. Okay, wollen wir loslegen? 10 Mal. Und 1. L-Step und Step and Slide. 2. L-Step und Step and Slide. 3. L-Step und Step and Slide. 4. Nur um die Grundlage zu schulen. 5. 6. 7. 8. 9. Wunderbar, ein bisschen schneller. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind bei 40, die nächsten 20 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Links den Stock und dasselbe natürlich links. Also, wir machen den L-Step. Zurück, rüber und vor. Und jetzt machen wir Step and Slide mit Amara Nummer 2 in der Seitenansicht. Und der L-Step. Zurück, rüber und vor. Und
Amara Nummer 2 mit Step and Slide. Zurück, rüber, vor und Step and Slide mit Amara 2. Und nochmal. Zurück, rüber und vor und Step and Slide. 10 Mal und viel Spaß. Oh, vielleicht mehr? Mal gucken. Und 1. 2. 3. 4. L-Step und Step and Slide. 5. L-Step und Step and Slide. 6. 7. 8. 9. Und 10. Und die nächsten 10. Und 10. 9. Das ist toll, oder? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und wir haben 60. Die nächsten 20. Und 20, 19, 18, 17, 16, lächeln, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo. Waren alles Techniken aus Level 1. Amara 1 aus Level 1, Amara 2 aus Level 1, Lateral Triangle Level 1, L-Step Level 1, Step and Slide Level 1. Bisher alles nur Level 1 in Techniken. Jetzt machen wir Gymnastik. Und dabei gehen wir in den Vierfüßler. Wie immer, Sticks Exercise. Ready? Und 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andere Diagonale und 15, 14, 13, 12, 11, 10, Bauch einziehen, 9, ich hab keinen Bauch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sehr gut. Und Bauchlage. Den Stock im Uhrzeigersinn übergeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Richtungswechsel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lächeln, 1, gut. Unterarm stützt und den Stock wieder unten drunter durch. Und unten drunter durch und wieder hoch. Noch 9, noch 8, noch 7, juhu. Und 6, Körperspannung, 5, 4, 3, 2, 1. So, andere Seite. Ich hoffe, ihr geht sowas von fit aus dieser Corona-Zeit raus und gebt dem Training dann richtig schön Gas, wenn es wieder losgeht. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Und wir setzen uns hin. Und wie bei den Wechselsprüngen, geben wir den Stock wieder durch. Füße weg vom Boden. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder unsere Sit-Ups mit Amara 1. Und dann Stock übergeben. Vorhand, Rückhand, Handwechsel. Und dann wieder hoch, Vorhand, Rückhand und Handwechsel.
Los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bauchmuckis ein bisschen, 1. Ihr kennt es, in jedem Filipino Fighting Arts Training bei mir ist Rumpfmuskulaturtraining mit dabei. Ist einfach Basis, weil viele von euch das viel zu wenig trainieren. Nicht nur Technik, bitte. Gesundheit geht vor. Gesundheit ist immer vor Technik. So, und rechter Fuß zur Decke. Und 10, 9, 8, 7, gibt einen knackigen Popo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Seitenwechsel, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und gut. So, alle hoch und nochmal die Hüfte ein bisschen lockern. So, so, nach dem Schluck Wasser geht es natürlich weiter mit dem Puño Sombrada. Letztes Mal hatten wir das Fünfer Sombrada, jetzt das Puño Sombrada aus Level 3. Und zwar Puño Sombrada deswegen, es ist wieder ein Konter für Konterspiel. Sombrada sind immer Konter für Konterspiele. So, und in diesem Puño Sombrada gibt es mehrere Puños. Wir haben in der Basisversion allerdings den Fokus auf erstmal nur ein Puño. Und zwar seht ihr das mal hier, wie ich das mit der Sanja mache. Das Puño Sombrada. Genau. Okay. Jetzt, wie funktioniert das? Ihr blockt einen Tip-Down-Block auf einen Stich, also Winkel 5, oder ein horizontaler Angriff auf Winkel 3. Das ist die Basis. Natürlich geht es auch auf Winkel 1, auf Winkel 12, etc. etc. Aber Tip-Down-Block auf 3 oder 5. So, und jetzt kontert ihr mit einem Puño. Puño ist das kurze Ende des Stocks. Oder in manchen Stilen sagen sie dazu Butt, also Popo. Nochmal von hier gezeigt. Tip-Down-Block mit Checkhand und Puño. Das ist die erste Technik. So, also nochmal. Tip-Down-Block, Puño. Von der Seite, Tip-Down-Block, Puño. So, jetzt machen wir das so. Ich greife dich an mit dem Dreierwinkel und du machst Tip-Down-Block gegen die 3, lässt die Checkhand und gibst mir wie so eine Hammerfaust das Puño, das kurze Ende des Stocks. Okay? Und ich check deinen Arm. Also, bereit und Block und Puño. Sehr gut. Und nochmal. Block und Puño. Das ist es. Wenn du mit dem Puño mich angreifst, mache ich einen Block und check deinen Arm. Also los geht's. 10 Mal. 1. Block, Puño. Sehr gut. 2. Block, Puño. Und 3. Block, Puño. Und 4. Du blockst und gibst mir das Puño. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und jetzt gehe ich dir mal einen Fünfer. 10. Sehr gut. Okay. Wie geht es weiter? Wenn du geblockt hast und mir das Puño gegeben hast, jetzt ist der Arm ja blockiert. Und jetzt, schau mal, kurz in dem Clip, was wir da machen, wenn der Arm blockiert ist. Genau. Wir flippen ein Abanico hoch. Von vorne gezeigt. Block. Puño. Der Arm wird blockiert. Also flippe ich mit dem Abanico hoch. Der Partner, der blockt. Wieder mit einer Art Tip-Down-Block. Wobei der Fokus ist fast mehr auf einen Fauststoß. Und somit kommen wir zu einer Putt-Situation. Schaut nochmal hier.
Angriff, Punio, aber Nico. Und da ist die Pattsituation. Okay, wir machen es so. Ich greife dich wieder an. Du blockst, gibst mir das Punio, kommst nicht durch und jetzt fliegst du hoch mit dem Abanico, den ich block. Okay? Also, 10 Mal. 1. Block, Punio und du machst Abanico. Und ich block den. Und 2. Block, Punio, Abanico. Und 3. Block, Punio, Abanico. Und 4. Block, Punio, Abanico. 5. Block, Punio, du machst Abanico. 6. 7. 8. Sehr gut. 9. Und 10. Wunderbar. So, wie gesagt, der Dreier kann auch ein Fünfer sein. Wie geht's weiter? Schaut nochmal. Genau. Also, wenn geblockt wird, das Punio gebracht wird, aber Nico gemacht wird, und jetzt wird hier geblockt, und hier entsteht ein Fenster. In dieses Fenster greift ihr rein, führt den Arm rum und wir haben heute das Lateral Triangle gemacht. Das macht ihr jetzt auch. Zurück und geht wieder vor. Man kann das Punio Sombrada mit vielen Beinarbeiten machen. Ihr könnt es stehend machen. Ihr könnt es mit einem. Was ist das? Ah, das Male Triangle machen. Oder ihr könnt es mit dem Lateral Triangle machen. Oder. Und wir machen es heute, weil wir im Warm-Up das Lateral Triangle schön geübt haben, mit dem Lateral Triangle. Also, ich greife dich an. Du machst den Tip Down. Gibst mir das Punio. Gibst mir das Abanico. Und jetzt greifst du hier rein und führst meinen Arm runter. Dabei gehst du mit deinem rechten Bein zurück und schlägst auf den Stock drauf. Wunderbar. Wir machen es mal zusammen. Also, Block, Punio, Abanico, hier reingreifen, zurückgehen, Stock auf Stock und dann gehst du vor, batz, und greifst an. Okay, nochmal. Block, Punio, Abanico, in das Fenster hier reingreifen, runterführen mit Lateral Triangle und wieder vorgehen mit Angriff. Okay, wir legen los. Ich greife dich an. Block. Du gibst Punio, du gibst Abanico. Führst rum, kommst wieder vor und greifst mich an. Sehr gut. Okay, nochmal. Und Block. Du gibst Punio, du gibst Abanico. Du führst rum und kommst jetzt wieder vor und greifst mich an. Sehr gut. Okay. Ja, okay. Noch 7 Mal. 1, 2, 3, 4 und an. Noch 6 Mal. Block, Punio, Abanico, rumführen mit Lateral Triangle. Ich mach's mit dir zusammen. Und noch 6 Mal. Block, Punio, Abanico, rumführen und wieder vor. Und Block, Punio, Abanico, rumführen mit Lateral Triangle und wieder angreifen. Und nochmal. Block, Punio, Abanico, rumführen und wieder angreifen. Von der Seite. Und Block, Punio, Abanico, reingreifen und rumführen, Lateral Triangle und wieder vorkommen und angreifen. Und noch 3 Mal. Block, Punio, Abanico, Redirect und angreifen. Noch 2 Mal. Block, Punio, Abanico, rumführen und wieder angreifen. Und kommt 1 Mal noch. Und ein Bonus. Block, Punio, Abanico, rumführen und angreifen. So, wenn du jetzt angegriffen hast, Block, Punio, runterführen, angreifen. Jetzt greift dein Gegner nach dem Tip-Down-Block mit dem Punio an. Also musst du den Unterarm blocken. Jetzt kommt er mit einem Abanico. Den blockst du, als ob du einen Fauststoß nach vorne machst. Und was passiert jetzt? Jetzt führt er dich runter. Ups. Das ist die Idee. Der Knackpunkt ist nur, wenn du runtergeführt wirst, brauchst du keine Lateral Triangle machen. Also, wir machen es zusammen. Von vorn.
Du blockst. Du gibst einen Punio. Gibst einen Abanico. Greifst rein, führst nach unten und jetzt gehst du vor. Angriff, Unterarm blocken, das Abanico blocken oder den Abanico schlagen und er führt dich rum. So, und jetzt bist du wieder dran. Du blockst, gibst das Punio, gibst einen Abanico schlagen, führst rum. Jetzt greifst du an. Angriff, blocken, blocken und er führt dich rum. Du blockst, du greifst an und du führst rum. Jetzt greifst du an. Angriff, blocken, blocken und du wirst rumgeführt. Fehler. Das Level 3 Programm kriegt ihr hin. Wir probieren es gemeinsam nochmal in der Rückansicht. Also, blocken, Punio, Abanico. Reingreifen und rumführen. Jetzt greifst du an. Angriff. Jetzt blockst du den Punio-Angriff, du blockst den Abanico-Angriff und wirst runtergeführt. Und jetzt bist du wieder dran. Block, Punio, Abanico, Redirect. Angriff, blocken, blocken und du wirst rumgeführt. Einmal noch aus der Seitansicht. Block, Angriff, Angriff, Redirect. Jetzt greifst du wieder. 1, 2, 3 und 4. Und Angriff. 1, 2, 3 und 4. Und du greifst an. 1, 2, 3 und 4. Okay. Guckt es euch nochmal an. Okay. Alleine üben ist immer schwierig, aber euer Körper wird sich daran erinnern, wenn wir das dann im Training mit Partner machen. So, und ich mache es mit dir jetzt. Bist du bereit? Also, du blockst. Tipp down. Gibst Punio, gibst Abanico, führst rum, Lateral Triangle, jetzt kommst du wieder vor, Angriff, du blockst mein Punio, du blockst mein Abanico, ich führe deinen Arm rum und jetzt greife ich dich wieder an und block, du machst Punio, du gibst Abanico, du führst rum und block, Punio, Abanico, rumführen. Okay, los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Du machst Lateral Triangle. 1, 2, 3. Ich mach Lateral Triangle. 1, 2, 3. Du machst Lateral Triangle. 1, 2, 3. Ich mach Lateral Triangle. 1, 2, 3. Du machst Lateral Triangle. 1, 2, 3. Ich mach Lateral Triangle. 1, 2, 3. Du. 1, 2, 3, ich. Und 1, 2, 3, du. 1, 2, 3, ich. Und gut. Dieses Spielchen, wie gesagt, Lateral Triangle ist nur eine Version. Das ist jetzt gut in der Version, wie wir jetzt gerade üben, mit dem Lateral Triangle zu üben. Das andere mit Stehenbleiben und mit V-Schritt nach hinten machen wir dann im Training. Okay. Wenn du es jetzt nochmal üben willst, einfach nochmal zurückspulen und dir auch nochmal angucken. Und das war zumindest das Punio-Sumbrada heute. Okay, Jean-Marc, wir haben erst 80 Sprünge. 20 fehlen noch. Okay, alle mitmachen und zählt mal richtig laut und schnell mit. Mal gucken, ob ihr so schön zählen könnt währenddessen. Und 20, 19, 18, 17, 16, lächeln, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1. So, okay. Und jetzt, erstmal beendet. Wir machen 30, 30, 30. Nochmal mit dem Julian und danach könnt ihr ja nochmal ein bisschen Schattenboxen machen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Julian und macht alle richtig mit. Osterhase wegtrainieren. Liegestütze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wichtig ist ja auch in der Körperspannung, 7, 8, 9 und 10, yes, nächste Übung, Sit-Ups, und 1 und 2, nehmt die Halsmuskeln mit, und 3, das heißt der Kopf da
5, ihr könnt euren Beckenboden anspannen. 6, das wäre wichtig. 7, 8, 9 und 10. Und dann geht's in 10. Roll und Front Kicks. Denkt an die Beinachse. 1, aufrechter Rücken beim Runtergehen. 2, richtige Beinachse. 3, 4, 5 und 6 und 7. Und gute Front Kicks. Und 9 und 10 und weiter geht's. Viel Spaß! Wachkitzeln, dass ihr noch ein bisschen Schattenboxen macht. Bitte vergesst nicht, dass ihr Cadenza übt und ihr könnt das Pugno Sumbrada in euer Cadenza mit einbauen. Also schaut, dass ihr, wenn ihr jetzt noch eine Runde Cadenza oder Schattenboxen macht, das Pugno Sumbrada spielt. Und für die Fortgeschrittenen unter euch, alle die Level 3 schon haben, hätte ich jetzt gern, dass ihr nochmal ein bisschen, zumindest so 2 Minuten lang, das Ganze links macht. Bitte Pugno Sumbrada mit einem imaginären Partner links. Okay? Und ansonsten habt ihr erstmal genug geschafft, nachdem ihr das gemacht habt. Wir grüßen schon mal ab. Ihr trainiert fleißig noch ein bisschen weiter und wir sehen uns nächste Woche. Und als erstes hinten runterstreichen, vorne wieder hoch, Innenseite, Außenseite und nochmal. Hinten runter, vorne wieder hoch, Innenseite, Außenseite. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und Salut. Und passt auf euch auf. Tschüss.